Hey Leute, ich bin's mal wieder mit meiner Folge von Was geht in Australien ab? Oh, Vlog. Und ich arbeite sehr viel. Ich habe jetzt allerdings auch einen Job wieder gewechselt. Also, ich fange mal von vorne an. Ich war ja jetzt 4 Wochen in Boona bei diesem 88-Tagen-Job, den ich gemacht habe. Dann bin ich von dort wieder nach Brisbane gefahren, weil ich diesen Barbecue-Häupi-Neu-Job hatte, den ich schon vor 3 Monaten gemacht habe mal. Und jetzt habe ich dort gekündigt, weil ich habe keine Lust, wieder der Affe zu sein bei diesem Häupi-Neu-Grill-Job. Ja, jetzt scheue ich mich halt die ganze Zeit hin, das hat mich voll gestresst. Ich stinke so den ganzen Tag danach und man wird halt total dreckig beim Grillen und so. Also Luxusprobleme bei der Arbeit. Und jetzt habe ich aber einen richtig guten Job gefunden. Ich habe eine Dusche auf dem Job. Ich lebe halt in meinem Van. Bin jetzt auch gar nicht mehr in der Nähe meiner Arbeit. Da komme ich gleich drauf zu. Ich habe die Arbeit von dem lieben Ben bekommen. Grüße. Mega korrekter Typ. Ey, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß und Erfolg. Und der hat mir diese Arbeit gegeben und zwar ist es die langweiligste Arbeit, die es gibt, aber dafür garantiert 40 Stunden die Woche und mit Stundenlohn von, was waren das, 29 Dollar und 4 Cent, was halt sehr stabil ist. Ich fange um 6 Uhr morgens an, Ende um 14 Uhr. Pausenzeit wird bezahlt und das ist nur Styropor drucken, von der Maschine drucken lassen, ich druck das nicht selber, Maschine drucken lassen und auf eine Palette schmeißen. Mehr ist das nicht. Palette wegschieben. Bumm. Das ist nichts. Und ich packe hier noch so ein kleines Video, das habe ich bei Instagram reingehauen. Und dass dieser Arbeitsbereich, den ihr jetzt gleich sehen werdet, das ist alles, was die Arbeit zu bieten hat. Mehr ist das nicht. So, der liebe Ben. Ey, korrekter Typ. Danke dir für diesen Job. Auf jeden Fall. Dann hatte ich noch Stress wegen diesem scheiß Seatbelt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es erklärt habe oder dass ich es gesagt habe im Video. Und zwar hatte ich eine Fine bekommen, eine Strafe von 1.161 Dollar dafür, dass ich einmal ohne Seatbelt erwischt wurde, ohne Gurt. Ey, diese Wichser haben mir 1.000 Dollar abgezogen. Aber bezahlt und jetzt kam die Nachwirkung und zwar habe ich 4 Demand Points bekommen, das sind die Punkte in Flensburg und die wenn man 12 Punkte hat, kriegt man den Führerschein abgezogen. Ich pack mal die Hand weg. Und Queensland, weil mein Fahrzeug ja in New South Wales angemeldet ist, Queensland wollte jetzt meinen Führerschein haben. Ist alles kein Problem eigentlich. Ich habe ja einen internationalen Führerschein. Ist nur so, juckt den Scheiß, Leute. Wirklich, die wollen den internationalen Führerschein nicht anerkennen. Das ist denen scheißegal. So, ich habe den voll umsonst gemacht und zu den 1.160 Dollar, die ich jetzt bezahlt habe, fein, gut, musste ich jetzt nochmal 70 Dollar bezahlen, um meinen deutschen Führerschein übersetzen zu lassen. Was ich dachte, der ist der internationale Führerschein. Nochmal zum Übersetzer gehen, eine bescheinigte Kopie bekommen, dann musste ich damit zum Transport Department und den hinterlegen. Jetzt, also was wären die Auswirkungen gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Ich hätte dann 3 Monate nicht Auto fahren dürfen. Also 3 Monate mit meinem Fahrzeug nicht Auto fahren dürfen. Was nicht klar geht, weil das ist mein Zuhause, erstens das. Erst zweitens, ich will damit noch ein bisschen rumfahren können, wie heute zum Beispiel. Und drittens, ich muss, bevor ich wegfliege, nochmal nach Twins Head, nach New South Wales, um mein Auto pink slippen zu lassen, um den nächsten Regio zu kriegen für die 6 Monate. Bedeutet, runter nach New South Wales fahren, mein Auto kontrollieren lassen, hoffentlich billig einen Pink Slip bekommen,
also Service machen lassen. Und dann das Anmelden nochmal für neue Wedgo. Also für, dass es angemeldet ist als Fahrzeug. Was halt total nervig ist, weil ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Aber das muss ich jetzt nochmal, bevor ich Boston verlasse. Tja, heute fahre ich, also nicht heute, morgen früh in 8 Stunden, fahre ich den Nîmes-Benz zum Flughafen als nochmal Dankeschön und ich verdiene noch ein paar Dollar dafür. Und ja, danach geht es dann wieder zur Arbeit. So, das ist, was mir jetzt passiert ist. Also keine große Spannung hier. Mein Auto sieht immer noch schundig aus. Ich habe mir jetzt ein Klebestift gekauft, damit ich das mit Manga weitermachen kann. So, und mein Arm sieht halt so aus, dass ich jetzt nur Netflix glotze. Allerdings, mega geile Geschichte, da komme ich auch nochmal drauf zu. Ich habe jetzt eine mega coole Freundin gefunden. Und mit der habe ich Arbeit geklärt, der habe ich alles erzählt, was mit Auto zu tun hat. Und die quasi sind Nachbarn. Und die ist mega cool, wirklich. Also die ist mega korrekt. Ich feiere die voll. Und vielleicht seht ihr die mal in einem Video. Ich werde sie mal fragen, ob sie Bock hat, mitzumachen, weil die schon viel Flair reinbringt. Und ja, ich habe Pläne. Pläne mit meinem Auto. Auf jeden Fall, ich bin nur eine Kochschublade gebaut, anstatt die Kisten hier. Will ich hier eine ausziehbare Küche haben. Ich habe jetzt auch mir einen Gaskanister gekauft und ein Kochfeld mit 2 Feldern, Gasburner. Was noch? Was ist noch neu? Ich rehabilitiere mich gerade mit Geld. Also versuche gerade wieder ein bisschen Geld zu sparen. Darf halt nichts Falsches sagen. Ein kleines Geheimnis. Und dann, ja. Gibt's nichts. So, ich mach halt nichts. So, ich musste jetzt eine neue Speicherkarte kaufen, um YouTube-Videos zu machen. Und ja, ich gebe Geld aus, verdiene ein bisschen Geld und ich hoffe jetzt mehr. Mach vielleicht bald noch privat ein bisschen was. So Rasenmähen oder Hunde ausführen oder sowas. Werd schon was hin. Alles klar, Leute. Dann stuck in Brisbane für ein bisschen an Zeit und dann muss ich halt meinen Autoservice machen. Das kommt dann auch als Video. Peace out!